herzlich willkommen zurück zum Super Mario Maker. Heute schauen wir uns die Hallwert von Uzi an. Das hat er auch in die Kommentare geschrieben. Dass das eigentlich nur ein großes Pixelart ist mit Amiibo-Kostüm. Es ist anscheinend wirklich nur ein großes Pixelart. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich spielen kann. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, weil einmal einreichen hätte gereicht, lieber Uzi. Ich habe es nämlich irgendwie 3 oder 4 Mal im Dings. Und, oh, es ist im Kirby-Kostüm. Das ist natürlich... Ach, wir machen sogar die Hallbad. Aber man kann hier nicht rein. Kann man da auch durch? Oder ist das irgendwie... Oh, warte, ich hätte da oben lang gemusst, glaube ich. Oh. Ah, oben lang. Okay. Kann man da rein? Ah, okay, oben lang. Das war jetzt nicht so oft nicht. Oh, jetzt sind wir Meta Knight. Okay. Eigentlich durchreisen wir jetzt nur das Pixelart. Da unten gibt es noch ein Leben. Oh, oh, was? Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Das ist dumm. Nee, aber das ist so ein Pixelart, das ist kein richtiges Level. Deswegen beenden wir das. Schöne Arbeit. Aber der Mario Maker ist nicht für Pixelarts gemacht. Kann ich auch nochmal sagen. Muss man ihm ja auch nicht unbedingt einreichen. Ich habe jetzt eins gezeigt, das heißt aber nicht, dass ihr mir ständig Pixelarts einreichen müsst, weil es relativ langweilig ist. Es ist schön, dass ihr ein Pixelart gemacht habt im Mario Maker. Aber das ist nicht der Sinn. Okay, wir spielen jetzt einfach Multiple Choice von Electric. Und ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach mal die meistbewertesten Level spielen soll. Werde ich wahrscheinlich nicht tun, denn diese sind meistens einfach nur Automatik-Level. Und die sind langweilig. Ja, das ist so... Ach man. War es das wert? Ich glaube nicht. Oh, das ist noch ein Pilz. Doch, es war es wert. Okay, in einem Spiel mit Leben wäre es wert gewesen. Ich will oben lang. Oh, war das richtig? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden auch rechts weiter rauskommen. Und dann werden wir sehen, ob das die richtige Entscheidung war. Das war nicht gut. Ist hier was versteckt? Nein. Hier? Okay. Bin echt... Oh, das Level ist echt konstant. Oh, wow. Oh, das war die gute Wahl, glaube ich. Oder? Oh. Tschüss! Oh Gott. Okay. Relativ simples Level, aber ist cool gemacht. Schönes Level. Kann man ausbauen, auf jeden Fall, die Idee. Sage ich jetzt zum Electric, der Amerikaner ist und das nie sehen wird hier. Aber ich gebe ihm ein Sternchen. Vielleicht merkt das dann. Ich sehe da unten Luigi's Mansion. Ist das vielleicht cool gemacht? Spielen wir das mal. Springen wir einfach mal so ein bisschen durch die Level. Vom Ivan aus Spanien. Da sind wir natürlich Luigi. Luigi. Und haben Türen. Oh, cool. Nicht so cool ist das Kamek, der auseinanderbaut hier. Oh, Mann. Nein, es ist Marios Menschen. Okay. Jetzt bin ich hier. Kriege ich einen neuen Luigi? Luigi. Yeah. Ich finde seinen Schrei super. Was ist hier? Oh Gott. Will ich das? Ich will das. Oh, die gibt's unendlich hier. Free. Sterne for free. So. Gib mal noch ein. So, jetzt gehen wir hier weiter. Wir machen hier einmal alles sauber. Wir machen da mal ein bisschen mehr Platz für uns, damit wir da gut durch können. Aha. Okay. Dann haben wir da alles geklärt. Und hier ist Luigi. Du machst hier bitte... Schade. Wenn man etwas Glück hat, macht er ja auch Power-Ups raus. Oh. Stimmt, das geht in dem Mario ja gar nicht. Aufheben geht hier ja gar nicht. So. Och, was ist das denn eigentlich für ein doofer Kringel? Warte mal. Das müssen wir anders klären. Das müssen wir anders klären. Oh, jetzt ist hier alles wieder heile? Ernsthaft?
So, jetzt aber. Nein, schnell, wir haben keine Zeit. Oh, warte mal. Okay. Gut. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Nein, damit habe ich es doch resettet, oder? Warte, ich nehme noch einen Stempel. Komm her. Da muss ich so durch. Sonst überlebt man das nicht. So. So. Hier kriege ich noch einen Pilz. Yeah, kriege ich hier nochmal. Oh, 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 oh. There is a ghost. A little ghost. Oh Gott. Okay. Oh nein. Glück gehabt. Ist hier? Oh, da kann ich rein. Oh. Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh, ja, hier ist nochmal, Bruder. Nicht nur einer. Scheiße. Gott. Ein Pilz wäre nice. Ich will nicht. Hallo? Ist hier irgendwo ein Bowser? Das klang gerade so. Oh, links oder rechts? Nix. Achso, ich wollte gerade sagen, ist hier ein Checkpoint? Aber hier ist gar kein Checkpoint. Okay, so, dann gehen wir jetzt hier schnell rein. Holen uns den Stern. So. Zack. Springen hier rüber. Bleiben nochmal hängen. Sehr gut. Gehen hier unten lang. Zack. Alles gerockt. So. Wow. Okay, gehen wir nicht da lang. Alles klar. So, gehen wir einfach hier weiter. Oh mein Gott, ey. Aber wenn man gut ist, kann man die, glaube ich, stoppen, ne? Gehen wir rechts da. Trotzdem kommt das Geräusch. Hm. Oh, nice. Wir, die verarschen mich. Okay. Lol. Yay. Einfach am Bowser vorbeirennen. Okay, auch ein schönes Level. Und dann zeige ich euch einmal ein beliebtes. Wie so ein beliebtes Level aussieht. Auch wenn die Folge hier dann relativ kurz wird, ne? Ja, wird relativ kurz, die Folge. Wir wollen es ja auch nicht immer übertreiben, ne? Okay. Ich zeige euch dann jetzt mal einmal die Sternrangliste. Ganz oben wird ein Automatik-Level sein. Und das erste, zweite, dritte wird Automatik sein. Keep Run, Automatik, Pokémon Elite 4. Das sind Soundtracks und Keep Run ist einfach nach rechts rennen. Ich kann es euch einfach zeigen. Es wird einfach wahrscheinlich null Skill erfordern, dieses Level. Sehr wahrscheinlich. Einfach nur rennen. Nur nach rechts drücken. Es ist nur nach rechts drücken und dabei rennen. Es erfordert null Skill. Und sowas wird hochgevotet. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum man sowas hochvotet. Ich habe keine Ahnung. Das nächste Level. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Top 5 oder so. Weil das geht alles ruckzuck. Das ist auch ein Automatik-Level, wahrscheinlich mit Kirby-Soundtrack. Von der gleichen Person übrigens. Ich drücke einfach mal nix. Okay, es ist kein Soundtrack, aber es ist ein Automatik-Level. Wo man nix machen muss. Mit Effekten überladen und Geräusch überladen. Das ist einfach langweilig. Ernsthaft, ich habe da echt keine Ambitionen zu für diese Level. Ich weiß nicht, warum Leute sowas cool finden. Man muss einfach nichts tun. Es ist einfach rein nix. WTF, wo man stirbt in dem Ding? LOL. Okay, das ist so cool. Da muss ich dem Ersteller eine coole Idee wertschätzen. Mit dem Checkpoint ist cool gelöst.
Also das mit dem Checkpoint ist eine lustige Idee. Aber sonst ist dieses Level langweilig. Ich frag mich nur, kann man das dann so hochladen, wenn man einen Checkpoint lädt? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Weil eigentlich muss das Level ja sofort geschafft werden, oder? Ohne zu sterben, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Automatik-Level. Und das nächste Level ist auch ein Automatik-Level. Das ich euch aber auch gerne zeige, weil ihr wollt das ja mal sehen. So. Hier. Pokémon Elite 4 Battle. Das ist ein Soundtrack. Ja, wahrscheinlich. Will ja keiner irgendwie sagen, dass ich keine Level spiele hier oder so. Ich habe gerade das Lied kaputt gemacht, es tut mir leid. Aber ihr seht, es ist nur rein Automatik. Und man kann sterben. Aber ich glaube, die Noten sind sogar Absicht. Es ist ein kleines Minispiel eingebaut. Okay. Was ist da oben? Moment. Ich kann da hoch. Was ist da oben? Was ist da oben? Ach komm, ich hasse Blöcke. Man kann noch höher. Hä? Ist da ein Secret versteckt? Das ist das Ziel. Warte mal. Da sind Stacheln. Schön, dass da ein Geräusch versteckt ist. Schade. Da ist abgesichert, dass man da nicht rein kann. Finde ich schade. Ich wäre da gern hingesprungen. Okay. Ich starte jetzt woanders. Ich hab's kaputt gemacht. Ah. Ich hab's kaputt gemacht. Warum kann man da auch hin? Es ist total sinnlos. Was passiert hier? Merkt ihr, wie spannend das ist? Es ist echt total langweilig, auch für mich. Also ich konnte da jetzt zwar ein bisschen springen, aber es ist halt, es sind halt Level, Respekt für die Leistung, aber ich finde nicht, dass die irgendwie nach ganz oben zu den craziesten Leveln gehören. Da sollte es eine Extra-Sektion für geben, finde ich. Es ist irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin da wieder total anti. Naja, aber ihr habt jetzt mal die Top 3 der hochgeforderten Level gesehen. Und das alles voll hier mit. Hier findet man leider keine guten... Ja, sowas hier. Zwischendrin ist immer noch ein gutes Level drin. Was ist das denn? Alter. Ja, zwischendurch ist mal ein gutes Level drin, aber meistens sind es Automatik-Level und Soundtracks. Also sowas wie gerade, wo man einfach nur nach vorne geschoben wird und das Level alles für einen macht. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns im nächsten Part vom Super Mario Maker oder von einem anderen Nintendo-Titel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.